Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen feinen Video. Fragt ihr euch auch, wie ihr mit eurem Nachtclub Geld verdienen könnt oder sogar Güter in euren Nachtclub reinbekommt? Hier ist die Antwort auf dieses Problem. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon fleißig Güter. Ich habe hier Gesamtvorrat von 60 Kisten, von 216 Kisten. Ist abhängig, wie viele Kisten ihr lagern könnt, welche Etage ihr euch gekauft habt oder wie viele Etagen ihr euch gekauft habt. Nachtclub-Einkünfte bedeutet quasi einfach eure Tageseinnahmen. Umso besser euer Club beliebt ist, umso mehr Einnahmen habt ihr in dort, umso mehr Leute kommt natürlich bekanntlich rein, ne? Ganz klar. Wir haben dann hier Nachtclub-Management. Darüber können wir dann einfach Werbung machen. Diese Werbung bedeutet quasi, wir haben dann somit mehr Leute, die reinkommen. Und wenn ihr dieses gleich ein zweites Mal startet, habt ihr dann das Glück, dass ihr gleich eine Gütermission bekommt. Zumindest war es bis jetzt in meinem Fall so gewesen. Ich habe es vorhin extra nochmal ausprobiert, damit ich euch nichts Falsches sage. Dann können wir hier noch unseren DJ ändern. Können wir jetzt nicht machen. Zum Lagerhausmanagement. Jetzt kommt natürlich zu dem Punkt, was viele Leute einfach nicht wissen. Wir können hier mit der Techniker erstellen. Diese Techniker nehmen von euren MC. MC. Sachen. Also heißt, wir haben einmal, gut, MC nicht ganz, aber euren Unternehmen. Bedeutet Hangar, da könnt ihr das sehen, Techniker, Frachterfladen. Gut, wobei ich jetzt sagen muss, Fracht ist jetzt ein bisschen abhängig, ob das Hangar oder normales Lagerhaus ist. Da bin ich mir noch gerade ein bisschen unschlüssig. Das probiere ich gerade noch aus. Aber auf jeden Fall, Waffen vom Bunker kommen Waffen rein. Dann von Kokain. Dann hier Gras. Wenn ihr was natürlich in den diesbezüglichen Firmen auch unter produzieren lässt. Dann haben wir hier Meth. Dann haben wir hier Falschgeld. Die Dokumentfälscherei. So, heißt, wenn ihr in euren normalen Unternehmen, die ich gerade vorgelesen habe, sprich Fracht, Waffen, Kokain, Falschgeld, Gras, Dokumentfälscherei, Falschgeld, Kokain, Gras, Meth und so. Also alle diese Sachen, die ich jetzt hier gerade eben vorgelesen habe. Wenn ihr da Ware produzieren lasst, ne? Ihr habt ein volles Unternehmen dann, kommt der Techniker dann, da steht es ja auch hier, Lagerhaustechniker aus einem Weise und fügt die Güter zu. Dieses dazugehörige Unternehmen muss aktiv sein. So heißt, ihr braucht Ware. Ihr braucht da drinnen Vorrat und Vorräte. Sonst passiert da nichts. Damit der Techniker Zugriff auf diese entsprechenden Güter hat. Zugewiesene Techniker sammeln im Lauf der Zeit automatisch Güter im Nachtclub Lagerhaus an. Also bedeutet quasi, der Techniker geht dann, holt sich dann automatisch von euren Nachtclub, von euren zum Beispiel Meth oder Bunker oder von euren Falschgeld oder Dokumentfälscherei oder Grasplantage, holt er sie oder holt er sich dann die Lagermöglichkeiten. Bedeutet quasi, ihr habt nochmal im Nachtclub nochmal enorm viel Lagermöglichkeiten. Heißt, ihr habt nochmal extrem viel, wo ihr Geld verdienen könnt. Denn ihr braucht ja mindestens verschiedene, ihr müsst ja zum Beispiel auch ein paar Missionen erreichen, um halt zum Beispiel die Fahrzeuge, wie zum Beispiel den LKW und den anderen Zeug, für den Einkaufspreis zu bekommen. Den haben wir ja noch nicht. Denn da müssen wir erst 10 Gütermissionen abschließen. Oder Stufe 10 der Güter-Geschichte da. Also heißt, wir müssen 10 Mal was verkaufen, damit wir das Fahrzeug dann für den Einkaufspreis bekommen. Ihr könnt euch das Fahrzeug zwar auch so kaufen, aber ich will es nochmal so erzählen. So, bedeutet quasi, ihr könnt auch hier dann sozusagen dann Spezial Sonderbestellungen anfertigen sozusagen. Da bekommt ihr dann nochmal extra Geld. Weiß ich jetzt hier in dem Fall nicht, weil ich bis jetzt noch keine, Entschuldigung, meine Techniker noch kein Gras holen lassen habe. Wenn ich jetzt hier 16 Vorräte hätte vom Gras, könnte ich euch das zeigen. Aber zu dem ganzen Thema, wie viel Geld ihr mit diesen Sonderbestellungen macht, und wie viel ihr überhaupt hier lagern könnt. Oder besser gesagt, was passiert, wenn alles voll ist. Dazu werde ich nochmals diesbezüglich in einem späteren Video drauf eingehen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da wirklich dabei seid und einschaltet. So, was ich noch sagen will, ist ganz einfach das. Es gibt verschiedene Playlisten hier auf meinem Kanal. Wenn ihr noch irgendwas weiteres wissen wollt, schaltet da einfach ein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Sache ein wenig helfen. Ich konnte euch mit dieser Sache ein wenig helfen. Und ja, das heißt aber auch, dass ihr eure, ihr habt hier nur fünf Techniker, und ihr habt ja hier sieben, ne, zwei, drei, fünf, doch sieben Sachen. Heißt, zwei Unternehmen bleiben immer erstmal blanko. Also ich habe ja wirklich alles. Gras, Meth, Kokain, Falschgeld, Dokumentfälscherei, Hangar,
Drei Lagerhäuser, Fahrzeuglagerhaus und ja, das war's eigentlich. Ja, diese ganzen Unternehmen spielen alle mit hier drinnen. Also heißt, ihr habt dann sozusagen das Bedürfnis, ihr könnt noch mehr produzieren. Und was noch dazu kommt, wenn ihr jetzt in dem Fall was verkauft, ne? Wenn ihr zum Beispiel Hangar, einen vollen Hangar verkauft, bekommt ihr, also wenn ihr jetzt ganz normal in euren Hangar reingeht, könnt ihr das noch ganz normal verkaufen. Aber ihr bekommt noch einen Anteil von Ronnen. Ihr bekommt, wenn ihr jetzt einen vollen Bunker verkauft, war es zumindest gestern bei einem Kollegen so gewesen. Selber ausprobieren tue ich das auch noch und mache ich auch noch ein Video dazu. Ein Kollege gestern von mir hat nämlich seinen vollen Bunker verkauft und hat ihn Ron 20% Anteil gegeben und hat ihn das in seinen Tresor reingepackt. Diesbezüglich hat er dann noch mehr Einnahmen gehabt, die er dann, also hat er nochmal 70.000, die er einstecken konnte. Heißt auch, ihr könnt eure Sachen normal verkaufen, lasst aber immer noch einen Teil übrig, damit der Techniker was holen kann. Ich mache es immer jetzt immer so: Ich mache den Bunker voll, warte, bis der Techniker was geholt hat, verkaufe. Und mache aber nebenbei noch, lass immer Produktionsvorräte drin, dass der Bunker immer, oder zum Beispiel das Koks oder Meth, immer wieder nachproduzieren kann. Dass der Techniker im Laufe der Zeit immer wieder das Zeug holen kann. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Ich habe das jetzt dreimal wiederholt. Solltet ihr noch weitere Fragen haben zu diesem Thema, wie man auch Geld verdienen kann? Ach, ich habe noch eine Sache vergessen. Ja, und eure Tageseinnahmen. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal erwähnt gehabt. Und eure Tageseinnahmen könnt ihr natürlich auch damit Kohle verdienen. Ne? Nur mal so als Information. Ich muss noch mal Whisky trinken. Was? Steht da jetzt? An den Tisch treten. Ja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir trinken einen Shot. Ich verabschiede mich, euer SoTV. Bis zum nächsten Video. Tschüss.